Und damit hallo und herzlich willkommen zu Limbo. Ja, einem mal etwas anderem Spiel als sonst. Ein kleines Indie-Game. Habe ich vor einem Jahr oder so, habe ich das mal durchgespielt und ich fand es eigentlich recht gut und dachte mir so, ja, warum nimmst du es nicht einfach mal auf? Gut, deswegen steht hier auch Spiel fortsetzen. Es ist eine Zeit lang her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, aber es ist immer noch so ein Speicher schon vorhanden. Wir starten natürlich ein neues Spiel und gucken mal, wie das Spiel so läuft von der Story her. Allzu viel weiß ich nicht mehr von der Story. Ich glaube nur, dass unser Protagonist auf der Suche nach seiner Schwester ist, wenn ich mich da nicht täusche. Da kann ich mich aber auch irren. Ja, und das, was ihr jetzt hier seht, genau so wird das komplette Spiel sein. In Schwarz-Weiß. Kleiner Schwarz-Weiß-Jump'n'Run-Part. Errungenschaft freigeschaltet, falsche Richtung. Ja, das ist glaube ich, ein Achievement, was ich noch nicht hatte. Und das wusste ich halt noch so ein bisschen von einem LP, was ich auch damals gesehen habe. Ich will nur hoffen, dass das Spiel keine allzu große Herausforderung für mich wird, da ich mich sehr vor Spinnen ekel und ups, scheiße. Ja, man kann im Spiel auch sterben, wie man hier sieht. Da hier sehr viele Spinnen vorkommen. Aber mal gucken, ich werde tapfer sein. So, dann gucken wir mal. Ich spiele natürlich wieder mit dem Xbox 360 Pad. Mit B können wir Sachen festhalten. Und dann können wir sie dementsprechend ziehen oder schieben. Und mit A klettern wir und springen wir. An so Seilen halten wir uns automatisch fest. Und wir können sogar so ein bisschen Tarzan-mäßig können wir sogar an den Seilen oder Lianen dann dementsprechend schwingen. So. Mal kurz gucken. Ja. Man muss auch so sagen, unser Protagonist, ich weiß nicht genau, wie er heißt, kann nicht schwimmen. Heißt also, wir sollten uns auch vor Wasser fernhalten, so wie wir gerade eben gesehen haben. Und allzu tief sollten wir auch nicht. Gut, das hier war jetzt gerade so Grenze. Sollten wir auch nicht springen, da wir uns sonst sämtliche Knochen brechen und dann ebenfalls tot sind. Also ich finde, das Spiel ist richtig gut gemacht. Es zwar ein bisschen makaber an manchen Stellen, aber es ist dennoch schön. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Man beachte auch so ein bisschen den Hintergrund, was so an Tönen da sind. Also es ist eher so ein kleines Spiel zum Entspannen, wenn ich das mal so sagen darf. So, hier mal nochmal ein kleines Rätsel. Hier kommen wir nicht hoch. Also, was machen wir? Wir nehmen einfach mal das Boot, ziehen es an die passende Stelle und nutzen es mal als Übergangshilfe. Ups, und hoch. Okay, daran können wir hochklettern. So. Hier hoch. Da hoch, so. Oh oh. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache hier.
Hier, die Fallen machen natürlich böse Auer. Die müssen wir mal kurz ein bisschen Platz schaffen und dann drüber springen, weil einen Doppelsprung schaffen wir nicht. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da eine Falle ist oder nicht. Auf die Gefahr, dass was passiert, ich gehe einfach mal. Okay, so viel zu dem Thema. Ich habe die Falle da total übersehen, weil ich kurz die Augen zu hatte, weil ich mir nicht sicher war, ob da irgendwie ein Monster war oder so. Puh. So. Dann haften wir uns mal hier dran. Zack. Und jetzt können wir auch da hoch. Huh. Kleiner Schock fürs Leben. Und ich versuche das Spiel so ein bisschen am Stück aufzunehmen. Mal gucken, also... Als ich es erstmal durchgespielt habe, mein Steam meint, es wären. Mein Steam meint, es wären so 3 Stunden Spielzeit. Mal gucken, wie lange ich brauche dafür. So, okay, da oben komme ich nicht dran. Aber sehr wahrscheinlich gleich. Moment. So. Ne, komme ich nicht. Jedenfalls nicht so. Bisschen hin und her schwingen. Und hops. Dann darüber. Da hoch. So, den lassen wir mal runterfallen. Guck mal, komm mal hier dran. Ah, gut. Im allerspätesten Moment abspringen, dann klappt das auch. Und... heps. Also zu 100% will ich das jetzt nicht spielen. Ich will es einfach nur mal so normal durchspielen. Oh, das war knapp. Das war, glaube ich, wieder so kurz vor Tod. So. Ach, das war noch nicht lang genug, war noch nicht weit genug. Na, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Ich hole am besten noch hier das Kistchen und schiebe da dann nochmal kurz da hinten hin. Dann ist der Baumstamm auch wirklich komplett im Wasser und ich bin nicht ersoffen. So, ist das? Ja, ist zum, war zum Glück mal genug. Bisschen langsamer. Ja, da oben ist es einfach nur eine Falle. Ich glaube, die werden wir aber gleich brauchen. Und zwar genau hierfür. Das ist nämlich das Erste, was ich meine. Hier haben wir schon mal die... Upsa, die erste Spinne. Gucken, ist sie schon runtergefallen? Nee, noch nicht.
Um die Spinne hier zu besiegen, muss man einfach Folgendes machen. Erstmal... Komm. Die uns anvisieren lassen, dann auf den Boden stampfen lassen. Na komm. Dass nämlich hier hinten die Falle runterfällt. Über die Falle springen und dann mit der Falle die Beine abhacken lassen. So, komm mal her. Na komm. Ach, verdammt. Und zack. Das war das erste Bein. So, jetzt muss ich ein bisschen drauf achten. Ich meine mal, die anderen beiden Beine, die hauen, glaube ich, jetzt ein bisschen schneller zu. Zack. Das war das zweite Bein. Wow. Na komm. Zack. Und da war das dritte Bein auch platt. Ich hasse solche Viecher. Ich hasse Spinnen über alles. Lass mir wieder kalten Rücken runter, wenn ich das sehe. So. Wo geht's denn hier lang? Also das Spiel ist... Schluck. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass hier gleich was passiert. Oh, scheiße. Scheiße. Ah, so ein Mist. Das. Aber das Spiel ist jetzt nicht vorbei, da passiert gleich noch was. Aber, kleinen Moment bitte. So, da bin ich auch schon wieder. Ich musste mich kurz in Steam auf Abwesend stellen, da ich gesehen habe, dass unten rechts ein Freund ein Spiel spielt. Das soll mal, also ich wollte so ein bisschen die Privatsphäre der Leute noch ein bisschen, wie sagt man, ja. Ich beachte schon die Privatsphäre anderer Leute. Deswegen, gut. Dann machen wir weiter hier. Schwingen mal so ein bisschen hin und her. Da sieht man auch, je mehr wir schwingen, umso einfacher lösen sich dann die Dings ab, die Fäden, wo wir dran waren. Und genau bis zu der Stelle hier war irgendwie der letzte Spielstand. Ich meine mal, also, als ich es eben nochmal kurz angespielt habe, genau die Stelle hatte ich dann gehabt im letzten Spielstand. So, mal gucken. Wenn wir jetzt hier mit dem, also in dem Zustand, in dem Kokon-Zustand quasi jetzt A drücken, dann springen wir ein bisschen weiter als so, weil wir können ja hier einfach jetzt nur so rumhopsen, wirklich gar nicht normal gehen. Und, ui. Bisschen ran. Na komm. Bisschen noch. So, und. Ja, ich wusste es doch. Oder ich hab's schon geahnt. So, hier ist so ein bisschen Akrobatik gefragt. Immer so die passende Stelle finden, damit wir nicht runterfallen und der Stein dennoch vorwärts rollt.
Oh, und da muss ich, glaube ich, ein bisschen schnell sein, denn da hinten kommt eine Spinne. Habe ich schon erwähnt, dass ich Spinnen hasse? Wenn nicht, dann sage ich es gerne nochmal. Scheiße. So ein Mistverdammter. Gut, dann halt nochmal. So, jetzt mal mit ein bisschen mehr Konzentration hier ran. Uiuiui, ups. Ah. Ah, Glück gehabt. Jetzt sind wir dieses Ding, diesen blöden Kokon los. So, Das riecht nach Ärger. Ui! Uff. Ist Gott sei Dank nur eine Puppe. Das wäre, glaube ich, ein bisschen. Uff. Ich hab's doch irgendwie geahnt. Zum Glück habe ich mich nach links geschwungen, als ich dran gesprungen bin. Und zack! Yes! Und hier hoch. Na komm, hoch mit dir. Bisschen Baumstamm springen. Und ich finde, das Spiel ist echt saugeil gemacht und ist auch teilweise mit echten Fallen bespickt. Verdammt! Ich hätte nicht vorwärts drücken sollen, als ich gesprungen bin. Einfach nur normal springen reicht aus. Dann eben nochmal. Ups. Okay, als ich das erste Mal gespielt habe, hatte ich hier auch, habe ich mich hier zuerst auch erschrocken, aber das ist keine echte Spinne. Das ist nur quasi eine Holzspinne. Kann man da was machen? Nee. Kann man nicht. Gut. Wie war denn das nochmal? Obwohl. Ah, doch. Die geht automatisch hoch und runter. Muss man einfach nur einen passenden Zeitpunkt ab. Ah! Der Idiot war das hier. Okay, gut. Kann man auch automatisch manuell verschnellern. Gut, Also. Ui, ui, ui! Hilfe! Blöder Saftsack! Habt ihr doch gar nichts getan? Wieso, wieso schmeißt du mit, Feuerdings nach mir? Oder ihr? Habt ihr etwa meine Schwester entführt? Noch eine Puppe. Äh.
Ich habe ein verdammt ungutes Gefühl bei der Sache hier. Nein! Ah, verdammt. Ich weiß nicht, ob man hier besonders schnell sein muss oder... oder ob man zurückrennen muss. Wie war das denn nochmal? Alles klar, Problem erkannt. Zack und zack. Scheiße. Ah, Mann, 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 Mann. Nochmal. Verdammt, wieso schaffe ich